Die letzte Finanzkrise war keine Finanzkrise, auch nicht die aktuelle. Sie ist auch keine Wirtschaftskrise und sie ist auch keine Krise der sozialen Marktwirtschaft. Was vor knapp 16 Jahren für jedermann augenscheinlich als eine Krise der Geldknappheit begonnen hat, ist in Wirklichkeit eine konzeptionelle Krise des Geldes und des Wohlfahrts- und Sozialstaats. Die Finanzkrise ist der Anfangspunkt eines mehr oder weniger schnell verlaufenden Zusammenbruchs. Im Grunde genommen wissen das auch viele Intellektuelle, trauen sich aber nicht, dies in der Öffentlichkeit zuzugeben. Wir schauen und wir schauen uns heute die spannenden Fakten an, die nicht im Wirtschaftsunterricht der Schulen gelehrt werden. Also gut aufpassen und bis zum Ende dranbleiben. Und damit ein kraftvolles Hallo und herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michael und hier geht es um den Schutz unserer Ersparnisse vor Entwertung und Enteignung. Und wenn das ein Thema für dich ist, dann lass gerne ein Abo da, ja, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn die amerikanischen Bürger es jemals erlauben sollten, dass die Banken als Geldherausgeber fungieren, dann wird die Körperschaft, die daraus erwächst, die Bürger alle ihres Eigentums berauben, erst durch Inflation und dann durch Deflation, bis ihre Kinder obdachlos auf jedem Kontinent aufwachsen, den ihre Vorfahren erobert haben. Thomas Jefferson, dritter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Bei eBay konntest du jahrelang, auch als es die D-Mark noch gab, 1 Million D-Mark in einem Tütchen verpackt mit dem Originalzeichen der Deutschen Bundesbank erstehen. Es kostete nur ein paar Euro plus Versandkosten. Das ist kein Scherz. Wert waren diese Banknoten natürlich nichts mehr, denn sie wurden aufwendig geschreddert und unkenntlich gemacht. Die Papierfetzen waren zwar noch deutlich wie Banknoten zu erkennen, aber es war unmöglich, sie auch nur ansatzweise wieder zusammenzubasteln. Was ist es also, was uns daran glauben lässt, Geld habe einen Wert und dieser Wert sei objektiv messbar? Und bei dieser Frage sind wir auch schon mittendrin im Dilemma der Marktwirtschaft, die auf ständigem Wachstum basiert, das vom Waren- und Geldtausch angeregt wird. Für eine elegante Dame ist ein paar Nylonstrümpfe vielleicht 10 Euro wert. Für mich ist es gar nichts wert, da ich niemanden kenne, dem ich sie schenken und noch selber tragen würde. Und würde ich die 10 Euro für die Nylonstrümpfe bezahlen, so wären diese 10 Euro in Tuvalu gar nichts wert, weil man dort mit Euro nichts kaufen kann. Vielleicht sind dort rosafarbene Muscheln oder Kokosnüsse mehr wert. Weder Waren noch Geld haben einen objektiven Wert. Es gibt immer nur einen Marktwert und das ist der Wert, den jemand bereit ist, für etwas an Ort und Stelle sowie im jeweiligen Augenblick zu bezahlen. Ein Fahrzeug, hergestellt Jahrgang 1985, hat 2024 möglicherweise kaum noch einen Marktwert. Es sei denn, ein Liebhaber entdeckt es als Oldie und ist bereit dafür etwas zu bezahlen. Jede Ware, aber auch das Geld selbst, haben einen Marktwert, der sich danach richtet, ob andere an diesen Marktwert glauben. Weder Wert noch Marktwert sind dabei objektiv. Sie richten sich nach dem Mehrwert, also dem Nutzen, den ein vermeintlicher Körper sich von dem Erwerb verspricht. Noch so ein Begriff, der Nutzwert. Das ist ganz einfach zu begreifen am Grundbedürfnis Durst. Wenn ich zum Beispiel am Verdursten bin, ist ein Glas Wasser für mich das Wertvollste auf der Welt. Wenn mir jemand 100 Gläser Wasser reicht, ist mir das 100. Glas Wasser kaum noch etwas wert. Seltsamerweise bestimmt aber das letzte Glas Wasser letztlich den Nutzwert der gesamten dargereichten Wasser. Für das 101. Glas Wasser werde ich einen wesentlich kleineren Preis erwarten als für das erste Glas. Der Marktwert bildet sich in diesem Kleinmarkt zwischen Verkäufer und mir auf niedrigstem Niveau.
Und ob du es glaubst oder nicht, diese Subjektivität des Wertes ist eine der tiefsten Quellen allen Reichtums und Fortschritts. Wäre jedem zu jedem Zeitpunkt jede Ware das gleiche Wert, gäbe es keinen Grund zu tauschen oder zu handeln. Noch ein Beispiel dazu. Wenn du im Restaurant für 30 Euro essen gehst, so mag es sowohl für den Wirt als auch für dich lukrativ sein, dieses Geschäft zu tätigen. Dem ist aber in der Praxis nicht so. Wenn wir das Essen im Restaurant nicht mehr als 30 Euro wert wäre, würde ich wohl kaum Zeit und Kosten aufwenden, um ins Restaurant zu fahren. Und wenn dem Wirt meine 30 Euro nicht mehr wert wären als sein Gericht, bräuchte er sich nicht die Mühe machen, Mahlzeiten zuzubereiten und zu verkaufen. Also gilt, dass der Tausch der 30 Euro gegen die Mahlzeit im Restaurant für beide Geschäftspartner subjektiv einen Mehrwert darstellt. Beide meinen einen Gewinn zu erhalten. Da ist es wieder, das klassische Win-Win-Geschäft, bei dem alle reicher werden. Nun gilt dieses subjektive Empfinden nicht nur für Einnahmen, sondern auch für Ausgaben, vor allem Kosten. Du ahnst es schon. Auch Kosten sind zwar messbar, aber nicht objektiv, sondern wiederum abhängig vom Individuum und damit subjektiv. Wenn ich mich zu einer Ausgabe entschließe, mir eine Sache oder einen Dienst, also etwas kosten lasse, dann bestehen die Warenkosten dafür aus meinem Verzicht auf jene Güter und Leistungen, die ich dafür hinten anstellen muss. Nun sind aber unsere Mittel immer begrenzt bzw. endlich und gleichzeitig unsere Wünsche und Bedürfnisse meist grenzenlos. Das Paradox unserer modernen Volkswirtschaft ist nun, dass viele Ökonomen aufgrund der zuvor genannten Besonderheiten oft selbst am wenigsten wissen und erklären können, was Geld ist. Sie wissen schon, was Geld ist, aber sie können nicht das Wesen des Geldes erkennen. Tausch- oder Handelsgeschäfte waren schon immer eine schwierige Sache. Beginnend vom Tausch eines Pferdes gegen vier Ziegen, und sie werden noch schwieriger, wenn Geld ins Spiel kommt. Es hängt von unglaublich vielen Faktoren ab, wie die Höhe des Wertes von Geld von einem Pferd oder vier Ziegen bemessen wird. Allein der Mensch bringt schon ein ganzes Repertoire in dieses einfach erscheinende Tauschgeschäft mit ein. Geist, Gefühle, Neigungen, Bedürfnisse, Anlagen, Fähigkeiten, Umfang der verfügbaren Mittel, Erfahrungen, Erwartungen, Kenntnisse und so weiter und so fort. Und so kommt es zu dem Paradoxon, dass viele Ökonomen wirklich nicht wissen, was das Wesen des Geldes ist. Fragt man Ökonomen, was Geld ist, bekommt man fast immer eine Antwort, die aus der Aufzählung der Geldfunktionen besteht. Geld ist Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit und Tauschmittel. Das ist zwar korrekt, sagt aber nichts über das Wesen des Geldes aus. Eigentlich ist es uns klar, ein 100-Euro-Schein ist uns 100 Euro wert, weil die ausgebende Notenbank 100 Euro draufgeschrieben hat. Der Staat schreibt also den Wert vor. Aber es gehören auch noch Leute dazu, die daran glauben, dass die Staatsbank auf den Schein zu Recht 100 Euro draufgeschrieben hat und den Schein zu diesem Wert zurücknimmt. Das ist jetzt aber irgendwie komisch, ne? Die 100 Euro Banknote ist 100 Euro wert, weil es allgemein akzeptiert wird, und allgemein akzeptiert wird es, weil es einen Wert hat? Es wird sogar noch verwirrender. Die Tatsache, dass die durch nichts gedeckten Papierscheine, die wir heute und schon viele Jahre in unseren Taschen herumtragen, durch staatlichen Befehl zu Geld erklärt worden sind, muss noch lange nicht bedeuten, dass sie auch tatsächlich Geld sind. Und tatsächlich sind sie das auch gar nicht. Es ist Scheingeld. Papierscheine sind Geld nur zum Schein. Darum Papierschein, nicht wahr? Es werde Geld, Fiat Money. Wenn ein Königshaus Geldscheine herausgibt und diese als einzige Währung deklariert, per Gesetz, so entsteht Geldkraftgesetz
Und es ist so lange gültig, wie alle Untertanen daran glauben und wie das Königshaus selbst existiert bzw. liquide ist. Fiat Money, es werde Geld aus dem Nichts. Woher aber stammt das Geld? Auf den Tauschmärkten realer Waren waren nicht immer alle Waren zeitgleich und oder in gewünschter Qualität und Menge verfügbar. So nützte es wenig, wenn ein Bauer sich einig war, eine Kuh gegen zwei Ziegen und eine Henne zu tauschen, wenn der andere Bauer nur eine Ziege und eine Henne bei sich hatte. Es musste dann mit den vorhandenen Waren im Markt so lange hin und her getauscht werden, bis alle Handelnden sich einig waren, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Bei Waren, die in Teilmengen gut portioniert werden konnten, wie beispielsweise Weizen oder Kartoffeln, war dies nicht weiter schwierig. Aber bei halben Kühen und Viertel Ziegen hört es dann langsam auf. So stellte sich im Laufe der Zeit der Bedarf heraus, ein für alle gleichermaßen gut handelbares, akzeptiertes und gut portionierbares Handelsgut zu haben. Es musste von allen geschätzt werden, durfte im Zeitverlauf nicht verderben, musste gewogen oder gezählt werden können, durfte nicht leicht zu fälschen sein und es musste knapp sein. Solche Handelswaren waren Gold und Silber. Papierfetzen, Geldscheine, hätten als Handelsware nicht getaugt. Zu leicht wären sie fälschbar gewesen, zu leicht wären sie verdorben und ihre Akzeptanz wäre gleich null gewesen. Es kommt noch hinzu, dass der Betrag einer Geldnote niemandem etwas gesagt hätte. Wofür wäre die 100 gestanden? Für 100 Ochsen? 100 Weizenkörner? Zu dieser Zeit hätte auf dem Geldschein praktisch gelistet werden müssen, wofür er eingelöst werden könnte. 100 Weizenkörner, eine Henne, 5 Glas Bier, 6 Laibbrot und so weiter. Jedes einzelne Handelsgut hätte gelistet werden müssen, damit diese Geldscheine in den Handel hätten einfließen können. Und dieser Wert, ja, Wert des Geldscheins wäre durch Befehl eines Königs festgelegt worden. Völlig unabhängig von Angebot und Nachfrage und vor allem völlig unabhängig von der tatsächlich momentanen Akzeptanz durch die Untertanen. Ein solcher Geldschein hätte keine Chance im Tauschhandel gehabt. Weil also Geldscheine zunächst praktisch nicht in Relation zu den realen Tauschwaren gebracht werden konnten, wurden die ersten Papiergeldarten als Hinterlegungsscheine anstelle von Gold und Silber auf den Markt gebracht. Die Menschen kannten also die Kaufkraft von Gold und Silber und konnten diese damit im Markt erworbenen Waren einschätzen. Und die ersten Papiergeldarten wiederum wurden an eine bestimmte Menge Gold oder Silber gekoppelt. Erst dadurch hatte Papiergeld überhaupt eine Chance, sich in den Märkten durchzusetzen. Zwei Vorteile ergaben sich zunächst für die Handelspartner. Das lästige Wiegen von Edelmetallen entfiel und Papiergeld ließ sich natürlich von Beginn an viel leichter transportieren. Dieses gold- oder silbergedeckte Papiergeld selbst, und das ist wichtig zu begreifen, ist kein Geld, sondern ein Anspruchsschein auf Gold. Der Herausgeber dieses Geldscheins garantiert dem Empfänger des Scheins, dass er diesen Geldschein bei Vorlage wieder in eine bestimmte Menge, also in der auf dem Goldschein bedruckten Menge Gold oder Silber bekommen hätte. Den Versuch, bei der Europäischen Bundesbank eine 100-Euro-Note in Gold oder Silber einzutauschen, solltest du noch einen Moment verschieben, bis du eine spannende Geldgeschichte bis zum Ende gehört hast. Es wird nämlich nicht funktionieren. Unser heutiges Papiergeld hat, Fiat Money sei Dank, praktisch keine Golddeckung mehr. Dennoch hat das, was wir heute als Geld bezeichnen, einen vermeintlichen Wert. Dieser Wert bemisst sich nach der Kaufkraft. Das ist schon wieder paradox, oder nicht? Geld, das keines ist, hat einen Wert, also Kaufkraft, den es eigentlich nicht gibt.
Die Tatsache, dass eine bestimmte Währung zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wird und dass man damit zahlen kann, macht aus dieser gesetzlichen Währung noch kein Geld. Es ist und bleibt Scheingeld, das zum Betrug einlädt und das von den Herrschenden im Verlauf der Geschichte auch immer, ja, ausnahmslos zu betrügerischen Zwecken missbraucht worden ist. Der Zustand des Geldwesens eines Volkes ist ein Symptom aller seiner Zustände. Joseph A. Schumpeter, 1970. Sich die Anfänge des Papiergeldes anzusehen, ist eine spannende Wirtschaftsgeschichte. Würde aber diesen Rahmen hier sprengen, das Video wird so schon lang genug. Ein kurzer Einblick in das erste Papiergeld sei erlaubt. Es zeigt schon eine gesamte Problematik dieses Scheingeldes. 1706 hat der pfälzische Kurfürst und Herzog von Jülichberg, Johann Wilhelm II., das Papiergeld eingeführt, um finanzielle Probleme seines Lebens im Luxus abzuwenden. 1705 gründete er eine Bank in Köln und gab 1706 Kurfürst Pfälzisch Jülich und Bergische Banco Zettel aus, welche per Namenseintrag und Unterschrift übertragbar waren. Die Bankzettel waren mit einem Verfallsdatum versehen und sollten zum späteren Zeitpunkt mit einem Zinsaufschlag einlösbar sein. Vergleichbar mit einer Geldanleihe, aber gehandelt wie eine Banknote mit niedriger Umlaufgeschwindigkeit. Es wurden von dieser Zettelbank Zettel für rund 3 Millionen Goldtaler ausgegeben. Aber mit der Einlösung haperte es von Anfang an. Oft wurden, anstatt Scheine gegen Münzen zu tauschen, für alte Scheine neue herausgegeben. Der dadurch entstandene Vertrauensverlust führte dazu, dass die Zettel nur noch mit Abschlägen von 30 bis 40% gehandelt werden konnten, und schließlich zwischen 1750 und 1777 löste man sie endgültig zu einem Drittel ihres Nominalbetrages ein. Es gibt viele Beispiele wie diese. Mit nachfolgendem Beispiel der jüngeren deutschen Geschichte wollen wir den Ausflug in die Geldhistorie belassen. Wir schreiben den 31. Juli 1914. Angesichts akuter Kriegsgefahr stellte die Reichsbank am selben Tag die Goldeinlösung ihrer Banknoten ein. Kurz danach wurde die Goldwährung mit einem umfangreichen Gesetzespaket vollständig beseitigt und eine ungedeckte Papierwährung eingeführt. Die deutsche Geldkatastrophe konnte also beginnen. Sie endete 1924 bei einem Verhältnis von mehr als 1 Billion Mark für die Kaufkraft einer alten Goldmark. Für den Staat war diese Aktion insgesamt ein erfolgreiches Geschäft. Als Verantwortlicher und Treiber dieser Hyperinflation konnte er seine Kriegsschulden immerhin 154 Milliarden Mark vor Beginn der Inflation im Jahr 1924 leicht begleichen. Ganze 15 Vorkriegspfennige reichten hierfür aus. In der freien Marktwirtschaft gibt es keine Macht des Geldes, jedenfalls keine Macht im Sinne einer Beherrschung anderer Menschen. Wer viel Geld hat, hat viel Kaufkraft, aber mit Geld allein hat er noch keine Macht. Zur Macht müsste sich noch eine politische Komponente hinzugesellen. Gewählte Volksvertreter, die sich bestechen lassen würden, oder ein Staat, der sich wie ein Handelspartner verzerrt in die freie Marktwirtschaft einklingt. Ein sogenannter Staatskapitalismus, ein politischer Sumpf. Es ist ein wirtschaftsphilosophischer Streit, ob sich der Staat aus der freien Marktwirtschaft heraushalten oder lenkend eingreifen soll. Und es wird noch philosophischer, wenn sich diese Frage bei einer sozialen Marktwirtschaft stellt. Das soll hier nicht diskutiert werden, aber es ist ein Erfahrungswert moderner Volkswirtschaften. Je freier die Marktwirtschaft und der Kapitalismus, desto höher ist der gesamte Lebensstandard der jeweiligen Volksgemeinschaft. Ungerechtigkeiten steigen mit zunehmenden Lenkungs- und Eingriffversuchen des Staates, der entsprechend seiner Politik, also Macht, versucht, die Geschicke des Landes zu lenken. Ein Lenken, das niemals Ideologie
und frei von subjektiven Eindrücken sein kann und das immer die Preisbildung in einer freien Marktwirtschaft beeinflusst. Nicht zu vergessen, die Lenkungsversuche des Staates werden beeinflusst durch die Wähler und vor allem Lobbyisten. Und obwohl alle Staaten mehr oder weniger stark diesem Dilemma unterliegen, wird es von der Mehrheit als positiv, ja sogar segensreich empfunden, dass der Staat Besitzer und Herausgeber des Geldes ist. Schließlich könne der Staat ja mit dem Geld die Sicherheit und das öffentliche Gemeinwohl am besten versorgen. Das aber ist einer der verhängnisvollsten Irrtümer überhaupt. Der Staat hat niemals eigenes Geld, sondern nur die Mittel, die er den Bürgern wegnimmt. Stichwort Steuern. Jeden Cent, den er ausgibt, muss er vorher oder später seinen Untertanen aus den Taschen ziehen. Und alles, was er damit veranstaltet, kann nie und nimmer so effizient und so bedarfsgerecht sein wie das, was die Bürger selbst mit diesem entzogenen Geld auf dem freien Markt hervorgebracht hätten. Wir alle wissen insgeheim, ja, genau so ist es. Der Staat ist ein reiner Umverteiler und die Art der Umverteilung ist niemals gerecht, aber praktisch immer ineffizient. Professor Gerd Habermann hat es einmal auf den Punkt gebracht. Zitat: Der Wohlfahrtsstaat ist eine Methode, die Leute mit ihrem eigenen Geld vom Staat abhängig zu machen. Zitat Ende. Jeder Arbeitnehmer weiß, dass dies stimmt. Bis zum Ende Juli seines Arbeitsjahres arbeitete nur die Steuern und Sozialabgaben zu bezahlen, die in den Wohlfahrtsstaat hineinfließen, aus dem sie dann irgendwie wieder umverteilt werden. Doch der Staat verteilt nicht nur das im Umlauf befindliche Geld auf befremdlichem Wege um, sondern er erfindet auch ständig neues Geld, Fiat Money, durch Schulden. Hier wird Geld geliehen, das es nicht gibt und dem kein realer Wirtschaftswert gegenübersteht. Um 17.32 Uhr am 23.03.1924 ist die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler auf 2,528633053058 Billionen Euro Staatsschulden umgesprungen. Das sind 2.528 Milliarden Euro, also rund. Vom Opa bis zum Baby ist jeder Deutsche damit mit 30.006 Euro Schulden belastet. Dieses Geld kann man sich schon mal als Bündel auf die Seite legen, denn der Staat wird es sich eines Tages holen, um sich damit zu entschulden. Und die 2,528 Billionen Euro Schulden sind nur die expliziten Schulden. Hinzu kommen noch die impliziten Schulden, zum Beispiel für Pensionszusagen, Beamtenversorgungen, die erst in den nächsten Jahrzehnten fällig werden. Die Beispiele des fatalen Effekts des Fiat Money verteilen sich über die ganze Welt und viele Epochen. Gemeinsam ist praktisch allen Versuchen, unbegrenzte Geldsummen zu produzieren, dass sie mit erheblichen Verlusten für die Scheininhaber und oder stets durch hohe Inflation oder eben Staatsbankrotte beendet wurden. Auch in Deutschland war das so. Nach der Hyperinflation und dem Ende des Ersten Weltkrieges scheiterten alle Versuche, wieder zum Goldstandard zurückzukehren. Im September 1931 kam es bei der britischen Marine zu einem Streik der Matrosen. Die Zeitungen bauschten den Streik zur Meuterei auf, woraufhin die Bevölkerung in Panik geriet und die Banken stürmte. Daraufhin löste die britische Regierung das Pfund Sterling vom Gold und die anderen Goldstandardländer folgten sogleich. Ab jetzt gab es nur noch papierenden Geldersatz unter der Fuchtel der Staaten. Und ab jetzt gab es für die Kaufkraft der Währungen nur noch einen Weg, nämlich abwärts. Ebenfalls spannend war die Entwicklung in Übersee, in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Die dortige Einführung des ungedeckten Papiergeldes kann getrost als räuberischer Staatsakt bezeichnet werden. Alles fing damit an, dass Präsident Roosevelt 1933 allen privaten Goldbesitz für illegal erklären ließ und die Zwangsablieferung der in Privatbesitz befindlichen Goldbestände unter Androhung schwerer Strafen befahl. Diese Enteignung an und für sich war schon ein krimineller Akt, der letztendlich darin gipfelte, dass Roosevelt kurz darauf die Einlösungsgarantie des Dollars gegen Gold aufhob. Dies war eine der größten Diebstähle der Weltgeschichte. Da half es dann auch nichts weiter, dass der Dollar später wieder in Relation zum Gold definiert wurde, bei wesentlich geringeren Unzenmengen, versteht sich. Denn die Einlösepflicht galt fortan nur gegenüber ausländischen Zentralbanken, nicht mehr für amerikanische Bürger. Für die Goldreserven der Staaten und Zentralbanken, sowohl diejenigen des amerikanischen Schatzamtes wie auch der deutschen Bundesbank, kann man durchaus festhalten, dass es sich um Diebesgut handelt, jedenfalls insofern sie aus Reichsbankbeständen stammen. Präsident Nixon beendete 1971 auch die geringe Einlösegarantie von US-Dollar in Gold völlig. Es war de facto eine Währungsreform, die den Abstieg einleitete. Von da an war der US-Dollar eine reine Scheinwährung, eine ungedeckte Papierwährung, und von da an verlor er in den darauffolgenden 3 Jahrzehnten 80% seiner Kaufkraft. Die 200 Jahre zuvor war der Dollar dank des Goldstandards stabil geblieben. In den nachfolgenden Jahrzehnten reihte sich eine Währungskrise an die andere. 1972 bis 1979 die sogenannte Währungsschlange, dann brach 1992 das sogenannte europäische Währungssystem zusammen. Es folgten Krisen in Mexiko und Asien, und zwar immer just bei den Ländern, deren Währungen an den US-Dollar gekoppelt waren. Die Europäer retteten sich zunächst und nur vermeintlicherweise aus dem US-Dollar-Dilemma, indem sie den Euro 1999 ersannen. Als reines Fiat-Money droht auch ihm das gleiche Schicksal wie allen anderen nicht Goldstandard gebundenen Währungen. Kaufkraftverlust, also Inflation, und letztlich Verlust der an diese Scheinwährung gebundenen Guthaben. Beschäftigt man sich mit dem Geldwert, also Papiergeld, so fällt auf, dass Papiergeld dennoch immer eine Kaufkraft hat, wenn auch eine ständig schwindende. Aber dennoch ist es nicht erneut paradox, dass etwas, das selbst mangels Eigenwertes gar nicht nachgefragt werden dürfe, letztlich doch einen Wert hat? Dies lässt sich so erklären. Der Wert des Geldes, also die Kaufkraft, wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Dass aber Geld überhaupt nachgefragt wird, jedenfalls in seiner Funktion des Geldes, setzt voraus, dass es bereits eine Kaufkraft hat. Wieder so ein Paradoxon. Der Wert, also die Kaufkraft des Geldes, wird vom Geldangebot und von der Nachfrage nach Geld bestimmt. Zugleich wird aber die Nachfrage nach Geld von seinem bereits vorhandenen Wert, seiner bereits vorhandenen Kaufkraft bestimmt. Ich bin der ernsthaften Ansicht, dass Banken mit dem Recht, Geld herauszugeben, gefährlicher für die persönliche Freiheit sind als stehende Armeen. Thomas Jefferson, dritter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nochmals im Klartext. Geld wird also akzeptiert, weil es einen Wert hat. Und es hat einen Wert, weil es akzeptiert wird. Dies lässt sich nur begreifen, wenn man es auf einer Zeitschiene betrachtet. Die heutige Nachfrage nach Geld wird bestimmt von der gestrigen Kaufkraft, die wiederum bestimmt war durch die vorgestrige Kaufkraft und so weiter und so fort. Verfolgt man auf der Zeitschiene den Ursprung der Kaufkraft, so gelangt man letztendlich an den Punkt, an dem Geld noch eine Ware, also noch nicht Scheingeld gewesen ist. Die ursprüngliche Kaufkraft des heutigen Geldes hat also ihren Ursprung immer noch in der früheren Kaufkraft realer Güter. Und daher stammt noch die Akzeptanz, also das Vertrauen für Scheingeld, reale Güter erwerben zu können. Es gibt keinen Zweifel,
Damit Geld funktioniert, muss es akzeptiert werden. Damit es akzeptiert wird, muss es einst als gehandelte oder handelbare Ware entstanden worden sein. Und so war es ja auch zu Beginn. Die Papiergeldscheine wurden wie Quittungen auf Gold herausgegeben, die gegen Gold eingelöst werden konnten. Der Wert einer solchen Quittung in Relation zum Gold war bekannt, somit auch seine Kaufkraft. Ist dieses Verhältnis einmal festgelegt und akzeptiert, so ist auch die Ausgabe von Quittungen ohne hinterlegtes Gold denkbar. Eine solche Ausgabe von Quittungen könnte im freien Bankenverkehr bzw. im freien Markt rasch ausufern. Um dem entgegenzuwirken, wurde rasch eine Kontrollbank, eine oberste Bank ersonnen, die über die Edition von solchen Papiergeldscheinen bzw. Quittungen wachen sollte. Diese Zentralbanken erfüllen ihre Funktion bis heute. So entstand auch eine Relation zwischen den goldgedeckten Quittungen und den anschließend staatlichen Banknoten. Weil die Zertifikate eine Kaufkraft hatten, also diese Quittungen, konnte auch die Relation von diesen Quittungen zu Banknoten dargestellt und akzeptiert werden. Somit hatten auch Banknoten einen Wert, nämlich die relative Kaufkraft zu den Quittungen. Verrückt. Nochmals in aller Deutlichkeit. Nur weil die Banknoten eine historische Verknüpfung zum Goldstandard hatten, war ihre Kaufkraft gewährleistet. Andernfalls wäre ihr Wert nicht darstellbar gewesen und auch nicht akzeptiert worden. Und um noch deutlicher zu werden, nur durch die staatliche Zentralregulierung ist ein Fiat Money in der uns bekannten Form überhaupt denkbar. In freien Märkten wäre es nicht realisierbar gewesen. Was der Markt geschaffen hat, nämlich Gold als Geld und danach goldgedecktes Ersatzgeld, musste vom Staat erst zerstört werden, bevor er uns ein Papiergeld andrehen konnte, dessen zweifelhafter Wert von den Regulierungspraktiken seiner Zentralbanken abhängt. Geld ist und bleibt also nur das, was der freie Markt als Geld geschaffen hat, nämlich Gold und zum Teil Silber. Alles andere ist das Ergebnis von Taschenspielertricks mit der Gutgläubigkeit der Menschen. Wie trügerisch Scheingeld seine Kaufkraft und die Tatsache, dass der Staat die Ausgabe dieses ungedeckten Papiergeldes innehat, sind, ist soweit erklärt. Leider erfahren es die meisten Mitbürger nie und noch viel bedauerlicher ist es, dass dies niemals Stoff einer staatlichen Schule sein dürfte. Doch leider kommt es im Finanzmarkt, in der Welt der Geldströme, noch viel schlimmer. Wir wissen nun, dass dem Umlauf befindlichen Papiergeld keine Golddeckung mehr gegenübersteht. Es lebt allein von der noch vorhandenen Kaufkraft, von der Akzeptanz und dem Glauben an seine Kaufkraft. Während Fiat Money das Geld erschafft und in Umlauf bringt, führt das Fractional Reserve Banking zur Verstärkung dieser Scheinwelt. Man könnte dies mit Bruchteils Reservebankwesen beschreiben. Mindestens 8% Eigenkapital muss eine Bank heute beispielsweise vorweisen können. Sinkt das Eigenkapital darunter, schließt die Bankenaufsicht die Bank. So gesehen im August 2010 bei der alternativen Noah Bank, die im Übrigen natürlich von allen konservativen vorhandenen Geldinstituten im Markt strengstens beäugt worden war. Bruchteilsreserve bedeutet konkret, du bringst 20 Euro zur Bank und die Bank darf nur 99% des Betrages an andere Kunden weiterverleihen. Aber nicht so, wie du dir das jetzt vorstellst. Pass auf. Nur 8% muss die Bank vorrätig halten als Eigenkapital. Von dem eingezahlten Scheingeld wird also der überwiegende, gar nicht in Papierform existierende Teil weiter verliehen, je nachdem wohin und wie das Geld weiter verliehen wird. So können aus eingezahlten 20.000 Euro rasch, und jetzt festhalten, 1.980.000 virtuelle Euro werden. Während das Geldvermögen von 2007 bis 2009 trotz Finanz- und Wirtschaftskrise zunahm,
haben die Bundesbürger im gleichen Zeitraum ihre Verschuldung leicht abgebaut. Die Deutsche Bank bezifferte die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte für Ende 2009 mit insgesamt 1,532 Milliarden Euro. Ende 2007 waren es 1,546 Milliarden Euro. Zieht man vom Geldvermögen die Schulden ab, blieb unter dem Strich ein beachtliches Nettogeldvermögen von 3,1 Billionen Euro. Zu berücksichtigen ist freilich, dass der überwiegende Teil der Kredite für den Wohnungsbau aufgenommen wurde. Diesen Schulden müssten also Immobilienwerte gegenüberstehen, die bei einer Betrachtung des Gesamtvermögens der Bundesbürger zu berücksichtigen sind. Die Bruchteilsreserve ist nur möglich, weil Erfahrungswerte vorliegen, wie viele Bankkunden maximal gleichzeitig erscheinen, um ihre Einlagen wieder auszahlen zu lassen. Es ist keine neue Erkenntnis, dass praktisch keine Bank spontan alle kurzfristigen Geldanlagen ihrer Kunden ausschütten könnte, wenn die Kunden am gleichen Tag die Bankfiliale stürmen würden. Stattdessen ist sehr gut bekannt, was passiert, wenn ein solcher Run auf eine Bank dennoch stattfinden sollte. Die Bank schließt einfach die Schalter oder macht gar nicht erst auf. Investmentfonds praktizieren dies übrigens ähnlich. Werden zu viele Anlegergelder zu rasch abgezogen, kann schon mal eine Auszahlungssperre für ein paar Wochen die Folge sein. Besonders ärgerlich für die Anleger, wenn in dieser Zeit der Anteilswert der Fondsanteile runtergeht und sie damit Verluste einfahren. Betrachtet man sich die Gesamtzusammenhänge, so führt das Einbringen der 20.000 Euro angesichts dieser virtuellen Geldvermehrung letztendlich dazu, dass ich durch die Anlage die Kaufkraft meiner eigenen Bankeinlage senke. Denn es gilt ja, die Geldpreise der Güter werden vom Gesamtangebot des Geldes bestimmt. Die wundersame Geldvermehrung über die Kredite, dank auch meiner 20.000 Euro, führt aber nicht parallel zu einer Vermehrung des Gütervermögens oder Volumens. Das zusätzliche Kreditgeld erhöht kurz- oder mittelfristig die Güterpreise, weil durch mehr verfügbares Geld mehr Nachfrage stattfindet und bei gleichbleibendem Angebot die Preisbildung auf höherem Niveau stattfindet. Diese Preissteigerung, nennen wir sie mal Inflation, bedeutet aber gleichzeitig, dass die Kaufkraft des vor der Kreditaufblähung vorhandenen Geldes, meine 20.000, sinkt. Also die Kaufkraft meiner eigenen Bankeinlage wird durch die Bankeinlage verwässert. Wenn das nicht der Knaller ist. Vermutlich hat kaum ein Bankkunde das bisher so ganzheitlich betrachtet. Nur den Effekt, dass man nämlich mit einer Kapitalanlage bei der Bank nie so richtig eine Nettorendite erzielt, ist von vielen Anlegern bereits bemerkt worden. Trotzdem legen sie ihr Geld gern bei der Bank an. Das soll mal einer verstehen. Die Bruchteilsvergabe von Krediten führt nicht zu einer Gütervermehrung und somit auch nicht zu mehr Wohlstand. Sie führt zur Erhöhung der Geldmenge im Markt. Das Geldüberangebot führt zur Preisbildung auf höherem Niveau und fördert somit die Inflation. Und Inflation ist nicht identisch mit größerem Reichtum. Mit Inflation und scheinbar vermehrtem Geld kann man keine rentablen Investitionen anregen, sondern nur Fehlinvestitionen und Verzerrungen der relativen Preise. Mit Inflation und vermehrtem Angebot an Scheingeld werden Investoren systematisch in die Irre geführt. Doch warum funktioniert dieses System immer eine Langeweile, also eine ganz Langeweile, nicht Langeweile, du weißt schon. Gibt es wirklich keine Ökonomen, die dieses Falschgeldsystem erkennen und anprangern? Doch, es gibt eine Reihe von Professoren, aber sie werden kaum gehört von den Volkswirtschaftlern. Die werden meistens ignoriert. Das ist unbequemes Wissen. Für die Volkswirtschaftler scheint Geld keinen Platz in ihren idealen Modellen moderner Marktwirtschaft zu haben. Bestenfalls wird es als modellneutraler oder externer Faktor erwähnt.
Lediglich bei der Frage, ob Leitzinsen gesenkt oder angehoben werden sollen, melden sich diese Ökonomen zu Wort. Das macht viele Ökonomen zu akademischen Zuhältern der politischen Machteliten. Stellt der Libertäre Roland Bader fest, natürlich, nicht ich. Selbst kluge Politiker verwechseln leider neuerdings die Effekte, die durch falsche staatliche Geldpolitik, Fiat Money und das Fractional Reserve Banking ausgelöst werden, mit dem Prinzip des Kapitalismus. Vom Raubtierkapitalismus ist da die Rede. Und damit ist leider nicht das Fiat Money selbst gemeint, sondern lediglich ein Teil des Finanzmarktes. Hedgefonds, Private Equity Fonds und so weiter. Sie sollen als Buhmänner für die Ausuferungen des Finanzmarktes an den Pranger gestellt werden und sollen die Sicht darauf verstellen, wo die Wurzel des Übels herkommt. Sie sollen die Systemfehler kaschieren, immer mehr Menschen zweifeln am Kapitalismus, obgleich nichts ihnen so viel mehr Lebensqualität bescherte wie der Kapitalismus. Man muss sich nur das Ansteigen von Freizeit und der Reallöhne über die letzten Jahrzehnte betrachten. Erst mit den massiven Umverteilungseingriffen des Staates in das Marktgefüge stagnierten die Reallöhne und ergeben sich Verwerfungen. Diese sind aber nicht dem Kapitalismus geschuldet, sondern sind Effekte staatlicher Lenkungsversuche, die mehr geschadet als genutzt haben. Frage: Inwieweit kann man noch von Marktwirtschaft oder Kapitalismus reden in einer Republik, in der bereits 2004 mehr als 40% der Erwachsenen ihr Haupteinkommen vom Staat bezogen haben? Und haben wir überhaupt noch eine Marktwirtschaft? Renten- und Gesundheitssystem bauen fast vollständig auf kollektiver Solidarität aus. Wie im Sozialismus im Grunde. Das Bildungswesen ist ebenfalls zu fast 100% kollektivistisch. Viele hunderttausend Betriebe, Entschuldigung, sind in öffentlicher Hand. Der Staat ist durch die Finanzkrise noch mehr stiller Teilhaber an großen Banken geworden. Es gibt immer mehr haushaltstechnische oder rein politisch lenkende Steuern, die die freie Preisbildung im Markt erheblich verzerren. Und letztlich landen alle Abgaben und Steuern immer beim schwächsten Glied der marktwirtschaftlichen Konsumkette, beim Endverbraucher. Dort wirkt eine Inflation am stärksten. Man muss fragen dürfen, ob dies noch Kapitalismus und Marktwirtschaft ist, und man muss hinterfragen dürfen, ob diese zunehmende Macht des Staates und die zunehmende Einflussnahme gut für seine Bürger ist. Um hierauf eine klare Antwort zu finden, wäre erst einmal eine passende Definition des Kapitalismus zu erörtern, die dann in der Regel darin mündet, dass die privaten Eigentumsrechte der Menschen vom Staat respektiert werden, wie auch die wesentlichen Freiheitselemente der Menschen im Staat unangetastet bleiben. Kernpunkt des Kapitalismus ist das Eigentum an der eigenen Person. Wir wollen es an dieser Stelle mal dabei belassen und es möge jeder für sich entscheiden, wie es um seine Person und sein Eigentum in diesem Lande gestellt ist. Nach Einführung des Euro trauern immer noch viele Menschen der guten alten deutschen Mark, also der D-Mark, hinterher. Sie haben diese Währung damals als stabil in Erinnerung behalten und als eine Ware mit einem wertvollen Prädikat, Made in Germany. Was viele nicht wissen, als die D-Mark 1999 abgeschafft wurde, hatte eine D-Mark gerade noch die Kaufkraft von 5 Cent bezogen auf die Kaufkraft von 1949-50. Und auch der viel gepriesene Schweizer Franken hat in dieser Zeit deutlich federn lassen müssen. Wir müssen noch einmal auf die Schulden zurückkommen. Zunächst auf die bundesdeutschen Schulden. In einem Interview in dem Magazin der Wochenzeitung Der Zeit gab Herausgeber und Altbundeskanzler Helmut Schmidt eine bemerkenswerte Erkenntnis preis, dass wir Deutschen es ja mit unseren Schulden recht gut hätten im Vergleich zu beispielsweise den Italienern und Franzosen.
Sowohl die USA als auch die Italiener wie auch die Franzosen hätten ihre Schulden überwiegend im Ausland. In Deutschland aber stünden den öffentlichen Schulden ja in etwa private Geldvermögen in gleicher Höhe gegenüber. Wie also könnte sich ein deutscher Staat galant im internationalen Markt entschulden? Indem er einfach die privaten Geldvermögen für die Entschuldung heranzieht. Natürlich nicht von heute auf morgen, sondern schleichend mit der üblichen Salamitaktik. Ein wenig Inflation hier, ein bisschen kalte Steuerprogression dort, hier ein paar Abgaben, dort ein wenig am Steuergesetz mit Rückwirkung geschraubt und natürlich immer mehr Verlagerung von zugesagten und bereits bezahlten Sozialleistungen zurück an die Bürger. Private Vorsorge war das Stichwort Riester. Der Staat fördert heute und will die Steuer dann später bei der gültigen Kaufkraft wieder zurückhaben. Und zwar unabhängig davon, welchen Verlauf die Währung in den nächsten 20, 30 Jahren nimmt. Das ist eben der Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Schulden. Gerade diesen wollen viele gar nicht sehen. Ein privater Schuldner haftet mit seiner Arbeitsleistung, seinem Einkommen und Vermögen selber für seine Schulden. Bestenfalls ist seine Haftung auf eine bestimmte Summe begrenzt. Ein öffentlicher Schuldner wie der Staat aber haftet gar nicht selber, sondern jeder einzelne Bürger haftet. Wenn der Staat bankrott macht, verliert nicht er sein Vermögen, sondern wir, das unsrige. Und exakt das meint Helmut Schmidt. Kommt es zum Schlimmsten, halten sich öffentliche Schulden und private Vermögen die Waage. Nach außen ist die Bilanz also ausgeglichen. Deutschland begibt sich in keine Abhängigkeit eines internationalen Währungsfonds und muss auch nicht unter den Scheffel einer anderen Instanz gestellt werden. Gewissermaßen eine Game Over, bei dem alle Münzen weg sind, aber der Spielautomat neu gestartet werden kann und das aus einer international relativ attraktiven Position heraus. An dieser Stelle könnte man wieder den ganzen Schuldenberg Deutschlands und der USA zusammentragen. Die Zahlen wären aber aufgrund der irrsinnigen Zinslasten bereits beim Nennen veraltet. Viel spannender ist die Frage, was die Schuldenlast für die Zivilisation bedeutet. Staatsschulden werden nicht in der Absicht gemacht, die Reichtumsmaschinen namens Marktwirtschaft oder Kapitalismus zu stärken, sondern Umverteilung zu betreiben. Und das schwächt die Marktkräfte und vermindert die physische Produktionsbasis. Bei den Staatsschulden ist weniger von Bedeutung, welche Relation die Staatsschulden zum Sozialprodukt haben, sondern weit mehr relevant, wie sich diese zu den Privatvermögen verhalten. Öffentliche Schulden und private Vermögen bilden das gesamtwirtschaftliche Sparvolumen, das wiederum ganz wesentlich für die nachhaltige Entwicklung einer Volkswirtschaft ist und somit für die Mehrung oder Minderung von Wohlstand. Hier gilt, je mehr Ersparnisse in Regierungsanleihen gesteckt werden, desto weniger fließen in Unternehmensanleihen und Aktien, in eigene betriebliche Aktivitäten oder in Wagnisbeteiligungen bei fremden Unternehmen. Und umso mehr fließen in die verschwenderische und unproduktive Aktivität des Staates und seiner Bürokraten. Das summiert sich im Zeitablauf mehr und mehr zulasten des Kapitalbildungsprozesses und höhlt somit die Wohlstandserzeugungskraft einer Volkswirtschaft aus. Das Bestreben, sichere private Altersvorsorge zu betreiben, was der Staat selbst katalysiert hat, führt die Mitbürger geradezu in geldwerte Anlagen wie Versicherungen, Bankanleihen und Staatsanleihen. Ja, und die Versicherung natürlich auch wieder in Staatsanleihen. Sollte klar sein, nicht wahr? Damit wird die Scheingeldwelt unterstützt und weiter aufgebläht. Überspitzt könnte man sagen, jede Einlage dort schadet der Volkswirtschaft und letztlich dem Anleger selbst, weil er den Kaufkraftverlust in dieser Welt des Scheingeldes praktisch selbst verursacht. Mit der Einlage in Geldwertensystem bläht er die Geldmenge, also die Kreditsumme, auf. Dadurch werden die Preisbildungen verzerrt, die Preise werden höher,
Die Inflation zieht an, die Kaufkraft seiner eigenen Einlage schwindet. Gleichzeitig wird die Papiergeldwelt gefördert, deren Einsturz ihm im Falle eines Staatsbankrottes einen Totalverlust bescheren würde. Die Chancen, mit einem diversifizierten Sachwertdepot, einem geschlossenen Fonds oder einer Unternehmensbeteiligung eine bessere Netto-Rendite zu erzielen und somit die Altersvorsorge darzustellen, dürften deutlich höher sein. In diese Anlagen will der Staat die Anleger aber nicht treiben und lässt deswegen den sogenannten grauen Kapitalmarkt weitgehend unreguliert und lässt dort ein paar Schafe ihr Unwesen treiben, damit das Gros der Anleger sich erst gar nicht an diese reale Welt des Wirtschaftens heranwagt. Der materielle Schaden ist aber noch nicht das Schlimmste an der Staatsverschuldung. Noch verheerend ist ihre Wirkung auf die Moral der Bevölkerung. Mit der wachsenden Staatsverschuldung steigt nämlich auch unablässig die Abhängigkeit der Bürger vom Staat. Die Menschen gewöhnen sich daran, dass mehr und mehr Aufgaben vom Staat übernommen und dass mehr und mehr Güter und Leistungen von ihm bezahlt und bereitgestellt werden. Die Bürokratie und die mit dem politischen Apparat verbundenen Funktionärorganisationen unaufhörlich wuchern. So verwandelt sich der demokratische Prozess zunehmend in ein schamloses und erniedrigenderes Gerangel, bei dem sich jedermann zu Lasten seiner Nachbarn und zu Lasten der nachfolgenden Generation um die fettesten Brocken pelzt. Die auf dem Verschuldungsweg finanzierten Geschenke und Bestechungsgelder an bestimmte Bevölkerungsgruppen werden zunehmend wahlentscheidend und blähen die politische Sphäre zu Lasten der Privaten auf. Das gesamte Leben der Bürger wird politisiert und die private Moral erodiert. Letztlich kümmern sich die Menschen nur noch um sich selber, weil sie der Meinung sind, mit ihren maßlosen Steuern und Sozialabgaben genug für andere getan zu haben. Mindestens 70% der Staatsausgaben werden heutzutage für Staatsleistungen getätigt, die vor 50 Jahren noch von den Familien in den Kirchen und von privaten Leistungssektor erbracht worden sind. Es ist natürlich bequem, sich einzureden, die Staatsschuldengelder würden das Gemeinwohl unterstützen. Die Krise, mit der wir es zu tun haben, hat ganz andere, viel tiefer gehende Ursachen, als man uns landab und landauf kundtut. Es ist nicht die Marktwirtschaft, es ist nicht der Kapitalismus und es sind auch nicht die Raubtiere im Finanzmarkt, die das Kernproblem, die Krise des deutschen Sozialstaates darstellen. Es ist die Ungemach, dass der Staat Geld beliebig erfinden und sich beliebig verschulden kann, dass sich Geldmengen unkontrolliert und ohne Bezug zur Realwirtschaft vermehren können, dass sich der Staat überall einmischt und dabei der Wirtschaft und den Menschen die Luft zum Atmen und Entfalten nimmt. Unter dem Deckmantel des Gemeinwohls verteilt er ineffizient Gelder um, anstatt die Schulden abzubauen und die freie Marktwirtschaft zu fördern. Wer sich als Bürger mit der Staatsverschuldung abfindet, stimmt nicht nur der Verarmung der Volkswirtschaft zu, in welcher er lebt, sondern auch der Erosion der eigenen Moral und der aller anderen Bürger. Die Lösung liegt auf der Hand. Jeder kann im kleinen Maßstab dazu beitragen. Und da die Masse mittlerweile so stark im System vernagelt ist, werden es wohl leider nur sehr wenige tun. Aber dennoch, die Ersparnisse müssen raus aus den Geldwerten in reale Werte. Jeder Betrag, der dem Geldsystem entzogen wird, verbessert die Gesamtsituation für alle. Denn dieses Geld fehlt, um weitere Kredite in vielfacher Größenordnung auszureichen. Es ist zwar immer nur ein kleiner Schritt, aber mal ganz ehrlich, auch ein kleiner Schritt ist besser als gar kein Schritt.